Also, wird Nehammer ausgetauscht oder tritt vielleicht Kicke freiwillig in die zweite Reihe zurück oder wird er erster Nationalratspräsident, was er werden könnte? Jetzt einmal grundsätzlich, was ist denn in euch alle gefahren? Was soll der fahren? Mensch hat gestern 29% gewonnen, ein Drittel der Wähler. Wo leitest du einen demokratischen oder moralischen Auftrag ab, überhaupt die Frage zu stellen, ob der zurücktreten will? Man fragt einen, der verloren hat, ob er zurücktreten will, aber noch nicht den Sieg. Aber hast du Michael Schumacher nach dem Gewinn der Formel 1 gefragt, hören Sie heute auf, jetzt haben Sie gerade den Pokal bekommen? Wann treten Sie endlich zurück? Hast du Hermann Mayer? Hast du Hermann Mayer, nachdem er die WM gewonnen hat? Ja, jetzt sollte er zurücktreten, der Hermann Mayer. Entschuldige. Aber gerade Michael Schumacher ist ein gutes Beispiel, weil wenn der kein Auto hat, kann er nicht mehr fahren. Ja. Und der Kickl hat kein Auto, das muss man ganz klar sagen. Das ist ein Fußgänger derzeit. Der hat gestern 29% BKWs. Der hat gestern 29% BKW vor. Ja, aber der Wagen ist ja gestohlen worden heute. In dem Fall gerade das schnellste Auto, das man im österreichischen Rennen hat. Und übrigens auch das Beste. Es nutzt ja mal. Das ist ja so eine absurde Diskussion, zu fragen, ob der Wahlsieger zurücktritt. Entschuldigen, wenn ich die FPÖ bin, will ich doch jetzt eine Regierung bilden. Ja. Dann will ich einen Kanzler stellen. Ja. Wenn das nicht geht mit dem Herbert Kickl, dann muss ich mal halt. Ja, aber das liegt ja nicht dann am Herbert Kickl. Dann muss ich halt sagen, lieber Herbert Kickl, dass die Wahl gewonnen. Ja, aber dann lass uns die Frage anders. Der erste Nationalratspräsident und lass die Frau Fürst regieren. Nein, das liegt ja nicht am Herbert Kickl. Das liegt ja an der Verkehrung der Realität der österreichischen Volkspartei. Solange die ÖVP seit 12 Stunden noch immer glaubt, dass sie die Wahl gewonnen hat, nachdem sie sie donnernd verloren hat, wird es ein Problem geben. Dann lass uns die Frage anders formulieren. Na, daher bitte ich wirklich darum, dass die ÖVP in sich geht, noch einmal die Tabellen hernimmt und sagt, aha, wir sind abgestraft worden, wir müssen was anders machen. Der Anti-Kickl-Kurs hat sich ja nicht rentiert. Und was passiert dann? Du bist der Meinung, der Nehammer muss zurücktreten, weil sonst keine blau-schwarze Regierung. Wenn die österreichische... Bitte, das fordere ich nicht. Nein, wenn die österreichische Volkspartei wirklich will, dass Mario Kunasek Landeshauptmann mit 40% ist, dann sollte Karl Nehammer bleiben. Ja. Karl Nehammer ist wirklich ein Garant für freiheitliche Erfolge. Nein, das ist kein Schmäh. Sondern das ist ein, Garant. Wissen, er und der Herr Sommer soll und der Nehammer Herr Stocker. Zurücktreten und wer soll dann kommen? Und alles drin in einer App. Die neue OE24-App. Mehr News. Mehr Sport. Mehr Stars. Jetzt die neue OE24-App downloaden. Und 1.000 Euro gewinnen.